So, wir gucken mal, wie unsere Gäste starten. Natürlich mit Bukowinasch im Tor. Rechts außen, ganz breit auf die andere Seite. Da gab es jetzt nicht viel zu halten für. Schönes Punkt. Ja. Aber auch schön gespielt jetzt. Trotzdem 3:1. Ja, schön gespielt, muss man sagen. Nimmt da das Selbstvertrauen mit in die heutige Partie. Oh, schöne Finte. Sehr, sehr stark gemacht. Neben Max Heider, mit Max Heider. Wie es lang geht, ne? Was die Schiedsrichter betrifft. Auch wieder 2 Minuten Strafe für Florian Mohr, würde ich mal behaupten. Also, sie geben rot. Ah, das ist natürlich die... Das ist natürlich leider der Logik geschuldet. Ja, geht. Also, es nicht jede 2 Minuten Strafe war eine 2 Minuten Strafe. Unglücklich. Man muss sagen, bei keinem übermäßig harten Spiel. Ja. Das stimmt. Und direkt das erste Tor für die Nummer 23. Papa Christian, ehemaliger Regionalligaspieler. Ja, Top-Torschütze vom TV Großwaldstadt. Halt in dem Abwehrzentrum. Schöne Gegenbewegung gegen die Hand. Das ist ein Großteil des Handball-All-Star-Teams. Kreisläufer Schipp Schaller. Oh, was? Man kann sich irren. Wieder gehaltener Ball, Mats Kruger in den Rückzug. Ob er das so vorausgeahnt hat, glaube ich eher nicht. Glaube ich nicht. Der Ball ist weg und damit ja, ist auch Halbzeit. Den zweiten Pfosten und ja, nächster technischer Fehler. Fehlpass. Nach links ausgespielt. Jetzt auch Stefan Zalder am Angriff. Schön genetzt. Ball weiterlegen und dann kriegen wir irgendwie die Überzahlsituation. Weiß kommt raus und Stefan Zalder geht auf Rückraum rechts zurück. Mario Stark gegen Tom Bergner. Tim Schaller mit Tornummer. Oh, knallharter Pass. Und Bukowinasch macht lang hoch zu für Alex Fall. Und damit wieder die Chance, auf minus 1 zu stellen. Oh. Kann man auch anders pfeifen? Ja. Drehen wir uns wieder auf den Spielfuß. Schrittfehler gepfiffen. Ei. Gleiche Situation und damit Leitwurftor. Guter Schauer. Ausgleich. Jetzt ein Tor abschließen. Ja. Wow.
Oh, das war aber. So, jetzt natürlich doofe Situation. Glückliches Tor für die Eulen, abgefälscht ins lange Eck gehoben. Und die 2-Minuten-Strafe, Pflaster drauf und weiter geht's. Und jetzt Stürmerfoulsperre gegen Lars Göller gepfiffen. Wow. In der Situation. Glücklich. Sehr glücklich, oder? Da ist der Deckel drauf. Oder maximal zurück. Oder so. Und ein Pferd springt nur so hoch. Und es muss in dem Fall Janne Klein, zweites Tor, hinten raus. Aber brutal wichtig. Den letzten Durchgang nehmen. Geblockt. 34-32. Jetzt zwingen die Eulen Ludwigshafen den aufopferungsvoll kämpfenden TV Großwaldstadt in der zweiten Halbzeit, machen einen 7 Tore Rückstand weg.